Beginnen möchte ich eigentlich mit der für mich am wichtigsten Person in den letzten Wochen, Ibrahim Lili. Ibrahim ist Dolmetscher für mich gewesen, hat mich immer begleitet, wenn ich unterwegs war. Und auch jetzt denkt er daran, ein Mikrofon einzuschalten. Das ist fantastisch. Und wir haben viel miteinander gesprochen, viel voneinander gelernt. Und ich möchte mich hier bei dir auch nochmal für diese Zeit bedanken. Das war sehr, sehr schön. Und wir sind gemeinsam zu Ehem gefahren. Ich war so aufgeregt, weil Ehem ist sehr bekannt und vielen ist er bekannt als der Klavierspieler von Yarmouk, der über den Trümmern von Damaskus klassisches Klavier spielte und ein Gesicht der Flüchtlingswelle wurde. Und nach ca. 2 Minuten war mir und Ibrahim klar, darum geht es ihm gar nicht. Er ist Musiker. Und das ist das ganz Entscheidende auch hier an dieser Stelle. Er ist Musiker und tut damit die Menschen begeistern und, was ich natürlich sehr sympathisch finde, er ist auch Familienvater. Und da haben wir uns auch mal drüber unterhalten. Und das war ein wirklich sehr schönes Gespräch, was eine ganz überraschende Wende genommen hat, wo ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken möchte. Als Palästinenser sagt er zu mir im Gespräch, wissen Sie, eigentlich habe ich gar keine Heimat. Meine Heimat ist die Musik. Und damit war alles eröffnet und deshalb möchte ich dich gerne fragen, was bedeutet für dich Musik? Ja, hallo. Ja. I will not speak English, I will speak in Arabic and he can translate for me. الموسيقى بتعني كتير. بتعني السلام وبتعني المحبة وبتعني الوطن. وطني سوريا مثل كل السوريين ومثل كل الفلسطينيين الوطن هناك. Musik für mich bedeutet Frieden, bedeutet Liebe, bedeutet Heimatland. Heimatland heißt Palästin sowie Syrien. Wie alle Palästinenser, wie alle Syrer. And I like, I'm sorry. كتير استمتعت بالحديث وفهمت منه بعض الأشياء لأنه ما كتير بفهم الألماني وحابب أضيف بعض الشغلات على الدكتور والست اللي حكيت. Ich habe mich sehr gefreut über alles, was ich gehört habe heute. Leider konnte ich nicht alles verstanden, aber ich würde gerne was dazu sagen zu diesem Thema. اللي شفته بسوريا اللي شفته بسوريا واللي شفناه كلياتهم بشكل عام السوريين انه الارهاب ما له دين. انا ما فيني اقول الصليبيين اجوا قتلوا ببلادنا وذبحوا ببلادنا انه هدول مسيحيين ارهابيين هذه بالقرون الوسطى. Also was in Syrien passiert ist, hat uns gezeigt, dass Terrorismus hat keine Religion. Und wir als Leute im Mittel, also im Nahen Osten, können nicht sagen, dass die Kreuzritter also im Mittelalter uns als Christen uns getötet haben. Also sie haben das gemacht im Namen des Jesus und Allahs, aber das war nicht so. Und das ist jetzt das Gleiche. رأيي الإرهاب هو اللي بيقتل بهيروشيما، الأمريكان قتلوا اليابانيين بهيروشيما، الإرهاب هو اللي بيقتل جنوده مثل ما عم بيصير هلا معنا بسوريا، الثورة السورية المباركة بلشت بثورة، بعدين ما حدا سمعها وصارت إرهاب. Also Terrorismus ist was USA mit Japan gemacht hat. Terrorismus ist was Assad-Regime in Syrien macht mit seinem Volk, also das ist Terrorismus. Unsere Revolution, unsere heilige Revolution hat als Revolution begonnen, aber leider konnte davon niemand mehr hören. Wir hören nur von Terrorismus und Zivilkrieg. Also wir hören auch sehr viel von dir, Engel, und ich weiß, dass du mit deiner Musik, die du auch teilweise komponierst, Geschichten erzählen willst und
berichtest quasi uns mit deiner Musik. Was möchtest du uns erzählen mit deiner Musik? قصص كثير عن السلام عن المحبة اللي عشناها بسوريا قبل الحرب قصص عن تعايش الأديان بجميع طوائفها وبجميع فئاتها مسلم مسيحي يهودي بسوريا بدمشق. Viele Geschichten über Frieden, über Liebe, über alles, was wir vor dem Krieg in Syrien erlebt haben. Muslimen, Christen, Juden, wir haben zusammen gelebt. Es gab keinen Unterschied. Das erzähle ich in meiner Musik. تقرأ بتاريخ سوريا بتاريخ سوريا اللي هي من دمشق أقدم عواصم العالم. كنا عايشين اليهود كان في عندنا حارة اليهود وكان المسلم يروح على الكنيسة يصلي مع أخوه المسيحي وما كان عندنا أي شيء له علاقة بالإرهاب والدين. Also wer die Geschichte von Syrien kennt, weiß, dass wir in Syrien, in Damaskus, eine jüdische Nachbarschaft hatten und die Muslime sind dahin gegangen ohne Probleme. Die Muslime sind auch mit den Christen in der Kirche gegangen und zusammen gebeten. Also wir hatten gar nichts mit Terrorismus zu tun. Wir haben immer noch gar nichts mit Terrorismus zu tun. بموسيقي كمان بحكي عن قصص عن تدخل العالم بالأرض السورية واللي خلى الحرب هلأ دائرة ولن تنتهي لأنه البزنس العالمي لسه شغال. Ich erzähle auch in meiner Musik viele Geschichten über die Länder, die sich in Syrien eingemischt haben und einen sehr großen Krieg angefangen haben. Und diesen Krieg wird nicht so einfach beenden. Es wird lange dauern, weil der internationale Business sich noch nicht beendet hat. Geschichten über die Kinder, die in Syrien und in Aleppo zurzeit sterben und wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Ihr aber könnt was machen. Darum werden wir uns sehr bemühen. Ich muss kurz dazwischen schreiten sozusagen. Und zwar weiß ich von dir, dass deine Familie gekommen ist. Seit wann sind Sie hier? عائلتي صار لها ثلاث أشهر بألمانيا وبشعر بالامتنان العظيم وبشعر كمان بالسوداوية اللي عم بشوفها هلأ بكل عيون أي لاجئ عم بنتظر أهله بعد ما ياخذ الإقامة لسنة واللي ما فيه يعمل فيها لنشمل. Ich bedanke mich sehr für das, dass meine Familie da ist bei mir. Ich fühle auch die Dunkelheit in den Augen der Flüchtlinge, die immer noch auf ihre Familien warten und sie nicht nach Deutschland holen können. Die Leute, die auf dem Hospital oder einen Bescheid vom BAMF warten und nicht, also ihre Familie nicht bringen können. مش على الإسلاميين أنا مسلم وبصلي خمس صلوات وبصوم بس أنا مش إرهابي القضاء على هذا الإرهاب حله كتير كتير صغير. Also wir können den Terrorismus beenden und zerstören, aber nicht der Islam oder die Muslime. Also ich bin Muslim, ich bete fünfmal pro Tag und ich bin kein Terrorist. الحل كتير بسيط إنه نأخذ بإيدين اللاجئين نفوت عندهم على الكامب ونسأل عليهم في كتير عالم قاعدة بالكامبات بدنا مساعدة صغيرة من أي ألماني وأنا في كتير ألمان أصدقائي بيساعدوا اللاجئين وبغيروا من عقلياتهم. Die Lösung um Terrorismus zu zerstören ist, dass ihr Deutsche
in den Camps, in den Flüchtlingsaufnahme oder in den Flüchtlingsgemeinschaftsunterkünfte geht und die mit den Flüchtlingen spricht und was für sie macht. Ich kenne viele Deutsche, ich habe viele Freunde als Deutsche, die die Flüchtlinge helfen. Und genau das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass der Landkreis sehr, sehr viel getan hat und tut für Flüchtlinge, dass wir sehr, sehr engagiert auch in der Art und Weise sind. Das war ja auch ein Grund, warum du heute zu uns gekommen bist. Und ich wollte einfach mal ganz für einen kurzen Moment den Fokus auf Ehem legen, nicht als Flüchtling, sondern als Musiker, der mit seiner Musik verbindet, integriert und vor allen Dingen darin seine Heimat gefunden hat. Und das hat mir sehr viel bedeutet, das von dir zu lernen. Und wir bleiben in Kontakt, das weiß ich, und ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst. I'm sorry, I speak English, but let's speak music. الأحرف والمعاني نسيت الكلمات نسيت
تي أنطق منها الأغاني نسيت السنين نسيت الأحرف والمعاني نسيت الكلمات تي أنطق منها الأغاني نسيت صوتي صورتي حتى مكاني نسيت شقى طريقي إلى السماء إلى الإنسان للمجد الذي كان فلسطيني فلسطيني أنا سوري فلسطيني فلسطيني أنا سوري عند ربطة خبز عند صندوق مؤن آه يا تعسي فلسطيني آه يا سعدي فلسطيني آه أنا سوري Thank you.